Was ist Osteoporose? Osteoporose ist die Veränderung des Knochens mit einer Verminderung der Knochensubstanz und Veränderung der Knochenarchitektur. Diese Substanzminderung führt dann zu einer Porosität des Knochens. Osteo, Knochen, Porose, Porosität. Diese Veränderung hat eine erhöhte Knochenbrüchigkeit zur Folge. Dieser Prozess verläuft schleichend und bleibt häufig bis zum ersten Bruch unbemerkt. Aber selbst nach Fraktur bleibt die Osteoporose häufig unentdeckt, da die Betroffenen und auch die Ärzte denken, dass der Sturz alleine für den Bruch verantwortlich war. Unbeachtet bleibt häufig, dass viele Menschen auch im hohen Alter noch aktiv sind. Ein Sturz mit Knochenbruch schließt also eine Osteoporose nicht aus, kann aber ein Hinweis sein. Aktuell erhalten von den 8 Millionen betroffenen Patienten in Deutschland und den 800.000 Frakturen, die jährlich neu hinzukommen, nur 20% eine adäquate Osteoporosetherapie.